Felix Stockhaar, Road & Motor. Heute, bei sommerlichem Herbstwetter eigentlich, entdecken wir die neue umweltfreundliche Linie Greenline 2 von Skoda. Greenline 2 von Skoda unterscheidet sich dadurch, dass gegenwärtig die umweltfreundlichen Ausführungen für jedes Modell verfügbar sind. In der kleineren Fabia Limousine, Fabia Kombi und Roomster ist ein 1,2 Liter Dieselmotor mit 75 PS verbaut. Die Fahrzeuge geben rund 89 bis 109 Gramm CO2 ab, was einem Verbrauch von 3,4 bis 4,2 Liter entsprechen tut. Super Wert, der für eine Energieetikette A langt. Es gibt einen zweiten Motor in dieser Greenline-Linie, der 1,6 Liter Diesel mit 105 PS, der in der Octavia, im Yeti und im Superb verbaut ist. Dort sind Verbrüche von 3,8 Liter bis 4,4, was einem CO2 entspricht von 99 bis 114 Gramm. Auch mit diesen Wert sind Energieetiketten A möglich. Das Interessanteste in der ganzen Greenline 2-Linie ist, dass es neue, spezielle treibstoffoptimierte Motorisierungen sind, die Start-Stopp drin haben, Bremsgewinnung-Rekuperation, also Energierückgewinnung und je nach Modell zusätzlich mit aerodynamischen Optimierungen für einen tiefen CO2-Wert und einen tiefen Verbrauch versehen sind. Preislich sind die Modelle sehr interessant und zwar fangen sie bei der Fabia Limousine bei knapp 24'400 Franken an und reichen für die grosse Limousine Superb bis 41'150 Franken. Das sind Listenpreise, wo all die Prämien, Rabatt und andere noch nicht berücksichtigt sind. Es empfiehlt sich da auf jeden Fall auf der Website von Skoda oder beim Händler nachzufragen. Die ganze Vorstellung heute hat noch Besonderheit gehabt. Gerhard Plattner dürfen kennenlernen. Er hat mit einem kleinen Skoda Fabia und einer Tankfüllung sagenhafte 2006 Kilometer geschafft, was einem Treibstoffverbrauch von 2,21 Liter auf 100 entsprechen tut. Und das Ganze hat er in ein bisschen mehr als 30 Stunden geschafft und ist in Deutschland bis auf Dänemark und retour unterwegs gewesen, um die Strecke zu fahren. Die ganze Umweltlinie ist so ein bisschen in den Bemühungen zu sehen, die gegenwärtig alle Autohersteller anwenden und ist ganz sicher auch eine interessante Alternative, wenn man etwas möchte machen für ein vernünftiges Fahrzeug, das trotzdem für die Umwelt sparen tut. Wir werden eingehender uns mal mit dem Greenline befassen. Heute haben wir eine kurze Testfahrt können machen, wo wir in zwei Fahrmodi, in einem normalen Fahrmodus, einen Verbrauch erreicht haben, wo knapp einen Liter höher war als in einem bewusst umweltfreundlichen Fahrmodus. Aber dennoch sind wir im Grossen und Ganzen um die 5 Liter herumgeblieben, was ein sehr guter Wert ist. Felix Stockhaar für Road & Motor aus dem Solothurnischen Jura.